und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Königsbube Dame Gast. Mein Name ist Dela und ich habe heute zwei wunderbare Gäste, nämlich einmal den Andi. Hallo Andi. Hallo. Einmal die wundervolle Lea. Hallo Lea. Moin Moin. Und ansonsten habe ich natürlich noch meine zwei Stamm-Mit-Podcaster, den großartigen Jonas. Hallo Jonas. Hallo Dela. Und den wundervollen Flo. Hallo Flo. Guten Abend. Ja, meine fröhliche Attitüde straft diese Folge Lügen, denn ich freue mich eigentlich nicht auf diese Folge, es liegt aber nicht an den Gästen, es liegt am Buch, denn wir wollen heute über die Arena sprechen. Das wird toll. Bevor wir das aber tun, möchte ich erstmal kurz auf unsere Gäste bzw. Gästinnen eingehen. Liebe Lea, du warst bei uns schon bei mehreren Folgen, als letztes und vorletztes war es das Mädchen, glaube ich. Aber du warst auf jeden Fall schon häufiger bei uns. Hat sich denn, seit du das letzte Mal da warst, was bei dir geändert? Hast du neue Projekte, über die du reden willst oder irgendwas in der Art? Ich glaube, ich hatte im letzten Cast auch gesagt, dass ich anfange, einen neuen YouTube-Kanal zu starten. Den habe ich inzwischen durchgezogen, auch wenn ein halbes Jahr lang Pause zwischendurch drin war. Geht aber eigentlich nur um Warhammer, macht mir aber einfach unglaublich viel Spaß, ist für mich so eine der Erfüllungen meines Lebens. Falls irgendjemand sich das anschauen möchte, das ist dann YouTube, ne? Und dann einfach Lea 40k, also relativ easy, Lea 40k. Alles klar. Und Andi, du warst auch schon bei uns, nämlich bei der Folge zu einer kleinen Stadt. Das war eine Doppelfolge. Und die ist aber schon echt lang her. Deswegen auch an dich die Frage, hast du irgendwelche Projekte, über die du reden willst? Irgendwelche Social-Media-Kanäle, über die du sprechen willst? Irgendwas in der Art? Also bei mir gibt's eigentlich nichts Neues, außer dass ich mich tagtäglich als das Haselschaf auf Twitter rumtreibe. Ansonsten alles beim Alten und hat sich nichts weiter verändert. Und alles schön. Alles klar, wunderbar. Ja, Dela, hast du denn neue Projekte? Ja, ich habe tatsächlich neue Projekte. Das habe ich schon wieder ganz verdrängt. Wir haben die Trenchcoat-Talkers gestartet mit unserer Lieblingsgeisel, dem Hendrian. Da werden aber auch ab und zu mal andere Menschen auftauchen. In der letzten Folge, die ich aufgenommen habe, war zum Beispiel der Jonas mit dabei. Ich hoffe ja auch, dass ich dich früher oder später mal wieder dahin prügeln kann. Mit Sicherheit irgendwann. Und wir machen da halt Quatsch. Das ist im Prinzip das Nachfolgerformat zu alt und verbittert. Das heißt, ohne großes Konzept. Angefangen hat das Ganze eigentlich, weil wir beschlossen haben, wir wollen Columbo gucken zusammen. Da wir aber beide zu undiszipliniert für ein festes Format sind, machen wir einfach jeden Blödsinn, der uns einfällt. Und wenn ihr dabei sein wollt, könnt ihr gerne einfach auf Delasaster Productions gucken oder delasaster.de. Das sind die Subscribe-Links für alle meine Formate, unter anderem auch für diesen. Es gibt aber natürlich auch den allgemeinen Feed, da kriegt ihr dann einfach alle Folgen von allen Formaten, die ich baue. Ja, das dazu und wir grüßen natürlich den Hendrian an dieser Stelle. Hallo Hendrian. Gut, ich würde sehr gerne lieber über Columbo reden heute, aber wir müssen über dieses reden. Deswegen, Flo, hast du eine zeitliche Einordnung für uns zu Die Arena? Naja, ich will auch nicht über dieses Buch reden, deswegen reden wir erstmal über The Cannibals. Das ist nämlich ein Buch, das King bereits im Jahr 1978 schreiben wollte. Damals tatsächlich auch unter dem Titel Under the Dome, wie die Arena im Original heißt. Aber nach etwa 70 Seiten hat er aufgehört und das Manuskript ging verloren. Dann ein paar Jahre später hat er es nochmal versucht. Er hat während der Dreharbeiten zu Creepshow in einem Apartmentkomplex gelebt, der wohl ein bisschen, ja, nicht so der feinste war, und hat sich überlegt, was wäre denn, wenn die Leute hier eingesperrt wären, nicht rauskämen und wie würden sie sich verhalten. Der Titel The Cannibals zeigt schon, worauf er da gekommen ist. Aber auch die Geschichte ging verloren. Diesmal waren es fast 500 Seiten schon geschrieben. Also ärgerlich. Und dann kam das Jahr 2009. Und er machte sich wieder dran, diese Geschichte zu schreiben. Er schreibt selbst, es ist wie passend, wie in einer kleinen Stadt. Dieser Blick auf die Gesellschaft einer kleinen Stadt in Maine. Wobei das erste Buch eine Art Sozialkomödie war, so King.
in die Arena wird er mehr zur Sache kommen. Das Buch erschien dann im Jahr 2009 und ist eins der dicksten, die King je geschrieben hat. Er hat bereits 2008 schon bei einer Lesereise die ersten Kapitel vorgelesen oder das erste Kapitel. Und es gab eine riesen Werbekampagne. Es war ein groß angelegtes Buch, ein dickes Buch, ein Buch, über dessen Inhalt sich streiten lässt. Und, eine Geschichte voller Missverständnisse, ja, ist das. Jonas, sag uns einfach, worum es in diesem Buch geht und dann nehmen wir auseinander, was drin steckt. Die Stadt Chester's Mill wird plötzlich von einer Art Kraftfeld eingeschlossen, die sich wie eine Kuppel entlang der Gemeindegrenzen entlang zieht. Niemand kommt mehr rein oder raus und auch der Luftaustausch ist sehr begrenzt und so weiter und so fort. In der Absonderung entsteht recht schnell eine autoritäre Parallelgesellschaft, angeführt von dem zweiten Stadtverordneten Jim Rennie Senior, genannt Big Jim, der ganz nebenbei auch noch ein sehr florierendes Meth-Labor betreibt. Und diesem Lager gegenüber steht das des Irak-Veteranen und Aushilfskoch Dale Barbara, genannt Barbie. Neben den zwischenmenschlichen Auseinandersetzungen und Notstandsverordnungen finden Barbies Leute heraus, dass die Kuppel von Außerirdischen errichtet wurde, die in der ganzen Sache ungefähr das Äquivalent dazu sehen, Ameisen mit einer Lupe zu verbrennen. Und was außerdem niemand hat kommen sehen aus den Außerirdischen, ist, dass der verrückt gewordene Meth-Koch Philip Bushy eine sehr große Bombe gebaut hat in seinem Meth-Labor und in dessen unmittelbarer Nähe wird nahezu alles Gas oder alle Gasvorräte der Stadt gelagert. Und es kommt, wie es kommen muss. Die Bombe explodiert, mit ihm das Gas. Fast aller Sauerstoff innerhalb der Kuppel wird verzehrt. Und in allerletzter Minute kann Team Dale die Außerirdischen zum Aufhören bewegen. Die Kuppel verschwindet und ein paar Dutzend der Bewohner überleben. Und es gibt noch sehr viel, was dazwischen drin passiert, was aber zu ausufern für diese Inhaltsangabe wäre. Deswegen war es das jetzt. Okay, vielen Dank für die Zusammenfassung. Und bevor wir richtig in die Geschichte einsteigen, weil ich glaube, das ist der ganze Schaden an dem Buch, möchte ich kurz auf Kings Anmerkung zu diesem Buch eingehen. Und ich zitiere. Von Anfang an sah ich es als eine Chance, über die ernsten ökologischen Probleme zu schreiben, denen wir uns heute gegenübersehen. Es ist eine Tatsache, dass wir alle unter der Kuppel leben. Wir haben diese kleine blaue Welt, die wir alle aus dem All gesehen haben, und es sieht so aus, als sei das alles, was es gibt. Es ist eine natürliche allegorische Situation, ohne dass man den Leser mit dem Kopf drauf stoßen müsste. Ich mag Bücher nicht, in denen eigentlich alles für was anderes steht. Ja, das weiß ich. Bla bla bla. Trotz Hubble haben wir noch keine anderen Beweise für irgendjemand sonst in diesem Universum gesehen. Nirgendwo ist etwas wie unser Planet. Wir müssen daraus schließen, dass wir alleine sind und damit klarkommen müssen. Wir sind unter der Kuppel, wir alle. Und der zweite Teil aus dieser Anmerkung. Ich war wütend über die Inkompetenz. Offensichtlich bin ich Mitte links ausgerichtet. Ich glaubte nicht, dass es eine Rechtfertigung für den Irakkrieg gab. Und damals im Kielwasser von 9-11 erschien mir die Bush-Regierung langlief und denjenigen, der ihm in den Magen geschlagen hatte, nicht finden konnte und sich deswegen am erstbesten Verdächtigen ausließ. Manchmal können die absolut falschen Leute an der Macht sein, zu einer Zeit, in der man die richtigen Leute braucht. Vieles davon brachte ich in den Roman ein. Aber als ich anfing, sagte ich mir, ich möchte keine Bush-Cheney-Dynamik auf die Führer dieser Stadt anwenden. Somit ist Big Jim Rennie der Bösewicht des Stücks. Der andere Typ, Andy Sanders, ist mir ans Herz gewachsen. Er war nicht aktiv böse, nur inkompetent. Und genau das dachte ich auch immer über George W. Bush. Ich mag den Gedanken. Was ich nicht mag, ist, was aus diesem Gedanken erwachsen ist. Und deswegen frage ich euch jetzt, Andy. Ich weiß nicht mehr aus der letzten Folge, wie viel King-Expertise du so generell hast. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie du so im King-Universum allgemein verortet bist
und wie du deinen ersten Eindruck zu diesem Buch beschreiben würdest. Also ich bin ja erst seit ein paar Jahren dabei, Stephen King zu lesen. Ich habe sehr spät angefangen, mich dafür seine Romane zu interessieren. Der Anschlag, das hatte ich als erstes mitgehabt, was mir sehr gut gefallen hat, wo ich auch sehr gerne bei dem Podcast mit dabei sein würde. Ansonsten, ich fand bei diesem Buch es sehr schwierig, am Ball zu bleiben. Was mir auch sehr schwer getan hatte, das war, die Person so auseinanderzuhalten, weil Unmengen an vielen Personen, Nebenkriegsplätze und weiß der Geier noch was war. Also es war ein bisschen anstrengend, dieses Buch zu lesen. Mhm. Jetzt hast du ja mit uns die Folge zu In einer kleinen Stadt gemacht. Da hatten wir ja auch wahnsinnig viele Charaktere. Ist es dir dort leichter gefallen oder war das allgemein, oder hast du allgemein ein Problem, wenn so viele Handlungsträger vorhanden sind? Bei manchen Personen, da muss ich sagen, da kommt mir das fast so vor, als hätte Stephen King die einfach nur eingesetzt, so als, naja, ein bisschen müsste ich ja noch das Buch füllen. Komm, da packen wir noch so 2, 3 Nebenfiguren rein, die eigentlich so gut wie gar nichts machen. Wie jetzt hier in diesem Buch zum Beispiel hier und da ein paar Selbstmorde oder einfach nur vor irgendeinem Supermarkt stehen und dann 1, 2 Sätze von sich geben. In einer kleinen Stadt, da gab es quasi diese Wiederholungstäter. Man hatte, sag ich mal, so ein gutes Dutzend an Personen gehabt, oder gute 2 Dutzend waren es ja, glaube ich, die mehrfach aufgetreten sind. Hier bei diesem Buch, da hattest du ja wirklich hier einzelne Personen, die waren wirklich vielleicht für ein Kapitel da und dann war es das gewesen. Und diese Menge an Personen, wenn die später nochmal namentlich erwähnt wurden, dann musste man erstmal überlegen, scheiße, wer war denn das nochmal? Was hat denn der eigentlich da gemacht? Und dann ist mir das erst beim zweiten Mal lesen dann auch wieder eingefallen, ach, das war ja die und die Person. Okay. Flo, wie sieht's denn bei dir aus? Ich kenne die Antwort, aber es interessiert mich trotzdem. Die Geschichte an sich ist nicht schlecht. Die Idee dahinter ist gut. Und ja, was eben schon gesagt wurde, die Personen sind das Problem. Wir hatten ja nicht nur bei In einer kleinen Stadt, wir hatten auch bei The Stand und bei anderen Büchern schon wirklich einen großen Cast an Figuren. Das waren aber auch Figuren. Hier hast du Abziehbilder. Also gerade Big Jim Rennie, unserem Bösewicht, der Mann ist lächerlich. Ich fand den nicht bedrohlich. Ich fand den so ein katastrophales Abziehbild. Gut, was ein bisschen beängstigend ist, dass man diese Abziehbilder momentan der amerikanischen Politik auch in live sehen kann. Aber trotzdem, diese Figuren sind genauso lächerlich. Und ansonsten, ja, selbst Dale Barbara oder die anderen, die sind mir alle nicht groß im Kopf geblieben. Die haben keine Persönlichkeit. Und ich glaube, das hat mir hier am meisten geschadet für diese Geschichte. Da hätte man echt was draus machen können. Aber ich habe selten so lange gebraucht und ich habe das Hörbuch gehört, um ein King-Buch durchzukriegen. Und ich kannte es schon. Okay, Lea? Ja, geht mir tatsächlich sehr ähnlich. Gerade mit dem unglaublich lange gebraucht zum Durchhören. Ich habe das Buch damals, als es erschienen ist, tatsächlich vorbestellt gehabt, weil ich mich darauf gefreut hatte. Von den Charakteren tatsächlich bis auf Dale Barbara ist auch irgendwie niemand irgendwie hängen geblieben. Bei mir so alle anderen so, ja gut, Big Randy halt als Möchtegern Bösewicht, so ein bisschen Trump-esque. Und ich muss gestehen, die letzte Stunde des Hörbuchs konnte ich mir nicht mehr anhören, weil ich wusste, was passiert und weil ich so von diesem Ende abgenervt war. Ich glaube, ich habe noch nie so ein schlechtes Ende überhaupt bei irgendeinem Buch jemals. Also dieses Ende, wenn das Buch nicht schon schlecht wäre, dieses Ende versaut einfach nochmal alles und zieht es so runter, dass du einfach nur denkst, Was ist dir dabei? Also war dir langweilig? Hast du irgendwie gedacht, oh, ich muss jetzt Schluss machen und ich habe keine Zeit mehr, ich muss weg? Irgendwie sowas muss gewesen sein, aber das Ende ist so
Entschuldigung, so. Okay, Jonas? Ja, es strotzt vor Abziehbildern und ja, einer sehr starken Schwarz-Weiß-Abgrenzung, wer gut, wer böse ist. Ja, das hat es anstrengend gemacht, aber im Großen und Ganzen war es okay, fand ich. Das Ende ist scheiße, keine Frage. Und da, aber es hat sich auch zum Ende hin sehr gezogen. Deswegen war ich froh, dass es überhaupt ein Ende war. Aber so zwischendrin hatte ich Spaß gehabt. Trotz dieser ja, Schwarz-Weiß-Symbolik. Okay. Andi, du hast schon signalisiert, dass du eine Meinung hast. Bitte sprich. Ja, da habe ich noch drei Punkte, die ich noch gerne nennen würde. Big Jim, der hatte mich sofort an Donald Trump erinnert. Warum? Kann man sich gut vorstellen. Wegen seinem Quatsch, was er so an den Tag legt. Dann noch Stereotypen, was wir jetzt ja oft besprochen haben. So, ja, Barbie zum Beispiel, Buch ist ja halt als Koch dargestellt. In der Serie, vom Fernsehen her, da ist ja ein Ex-Soldat, der dann als Kopfgeldjäger war es, glaube ich, arbeitet. Und ja, total als Stereotyp dargestellt. Schönling, haut ordentlich auf die Wurst, wenn es ernst wird. Und Punkt 3 habe ich gerade vergessen. Muss ich nochmal nachdenken. Ja, kommen wir jetzt sicherlich auch in der Unterhaltung drauf. Ich muss dazu sagen, ich habe ja... Jetzt fällt es mir wieder ein, das Ende, ja, das war wirklich, fand ich auch beim ersten Mal, wo ich das gehört hatte, ich hatte ja auch das Hörbuch mir angehört, da habe ich auch gedacht, meine Güte, da hast du dich jetzt da ungefähr 35 Stunden durchgekämpft und dann wirkt das Ende wie hingeklatscht. Da habe ich auch gedacht, naja, entweder hatte Stephen King es sehr eilig gehabt oder man weiß nicht, ob ihm die Ideen ausgegangen sind. Teilweise war es wirklich nicht schlecht gewesen, auch sehr spannend. Und dann das Ende, das war einfach nur zum Heulen. Ja, und da will ich gleich einhaken, weil mir wurde ja dieses Buch anders. Ich muss anders anfangen. Ich habe ja eigentlich immer gesagt, für mich war King eigentlich ab dem Ende des Turms nicht mehr wirklich interessant. Das heißt, ich bin ab jetzt ja auch blind rangegangen. Das heißt, die Arena hatte ich auch noch nicht gelesen. Und ich wusste aber so von diversen Adaptionen, die es ja auch in der Popkultur gab und so weiter, grob die Richtung. Und ich habe da schon lamentiert, dass das wahrscheinlich ein schwieriges Buch für mich wird. Und jeder, den ich gefragt habe, das ist eigentlich ein echt gutes Buch, nur das Ende ist furchtbar. Und ihr habt mich alle angelogen. Das Ende ist nicht das größte Problem mit diesem Buch. Ja, das Ende ist scheiße, aber alles andere ist auch scheiße. Es ist einfach nur nach Brauntönen sortiert. Es ist... Ah! Flo, du hattest gerade angeboten, du möchtest gerne über die Charaktere sprechen. Ich würde dich da auch unterstützen. Bedauerlicherweise erinnere ich mich an nicht einen einzigen der Charaktere. Also du kannst mir gerne Stichworte zuwerfen und wir reden darüber. Ich würde, wenn auch nur eine ganz, ganz, ganz kleine Auswahl, also vielleicht unsere zwei oder drei Hauptfiguren nehmen, weil, wie gesagt, der Rest ist, ja, nein. Ja, fangen wir vielleicht am besten mit unserer Hauptfigur an, mit Dale Barbara. Ja, Dale war schwierig, aber okay. Ich stelle jetzt die These in den Raum, Dale Barbara war eine Wiederverwertung von Stu Redman. Ein völlig 0815 wiederverwertbarer amerikanischer, in Anführungsstrichen, Held, der eigentlich gar nicht der Held sein will, aber in diese Rolle gepresst wird und die Dinge in die Hand nimmt, weil es sonst ja keiner tut. Aber der absolut keinen Charakter hat, der komplett vom Leser ausgefüllt werden kann, der auch keine, also ich kann jetzt nicht mal sagen, dass der irgendwie eine Grauzone in sich hat.
Weder ist da besonders guter Held noch ein besonders guter Anti-Held. Der ist einfach egal. Ja, Stu Redman, du hast recht. Wobei Stu Redman hatte noch einen Charakter. Weißt du, wie er mir vorkam? Weißt du, dieser ehemalige Soldat, der jetzt so durchs Land zieht, dort einen Job annimmt, hier einen Job annimmt. Er kam mir vor, wie David Banner hieß in der Fernsehserie, der unglaubliche Hulk, der durch Amerika zieht und dort Gutes tut. Und weil er da aufs Maul gekriegt hat, will er die Stadt wieder verlassen. Und kann's nicht. Ja. Er ist absolut blass, absolut langweilig. Und ich find's eigentlich ziemlich schlimm, dass King mal in einem Interview gesagt hat, ich sehe Del Barbara als meine Figur, diejenige, mit der ich mich am meisten identifiziert habe, um in die Welt des Romans vorzudringen. Das spricht nicht gerade für Herrn King. Tatsächlich glaube ich ihm das aber. Alleine unter dem Aspekt, ich meine, wir haben ja jetzt das Jahr 2023. Wir haben einige witzige Momente mit Stephen King auf Twitter erlebt. Ich weiß nicht, ob ihr das so verfolgt. Aber ja. Er hat ja gelegentlich eine Meinung. Und diese Meinung ist eigentlich auch relativ stabil. Natürlich nicht in allen Hinsichten, aber so im Gesamttenor eigentlich eine relativ stabile Meinung. Und ich habe immer so den Eindruck, er haut dann mal ab und zu so zwei, drei Dinger raus. Und er ist sich überhaupt nicht bewusst der Tatsache, dass das eigentlich ein echt böser Diss teilweise ist. Und deswegen glaube ich ihm das voll, dass er sich mit diesem Dale Barbara so identifiziert, der ja auch eigentlich überhaupt keinen Bock hat, irgendwas zu sein. Aber ab und zu sagt er halt mal das Falsche und kriegt dafür aufs Maul. Oder er sagt halt ab und zu mal aus Versehen das Richtige und hat damit Erfolg. Willst du damit sagen, dass wir eine Sendung zu Stephen Kings Tweets machen müssen? Ich befürchte. Ja, bitte. Aber also den Gedanken kann ich schon nachvollziehen, dass das seinem Mindset sehr ähnlich ist. Denke schon. Er will im Groben und Ganzen das Richtige machen, aber er will sich halt auch nicht genug aus dem Fenster lehnen, um einen Fehler zu begehen. Ja, doch, das kann ich verstehen. Dennoch, gerade wenn ich so ihn auf Twitter lese oder sowas, für mich hat er, glaube ich, wissentlich mehr Kanten, als diese Figur es jemals haben könnte. Ja. Ich finde tatsächlich Dale Barbara als Charakter in diesem Buch am besten ausgearbeitet. Also, das klingt jetzt total mies, aber auch gerade in der Verbindung mit jetzt, was mit den Tweets ist, wo er auch einfach mal eine Rowling einfach so wegröstet mit zwei Wörtern. Das ist einfach herrlich. Und Dale Barbara hat für mich persönlich ein bisschen die Geschichte oben gehalten, auch wenn er tatsächlich einfach, ja, farblos war, aber wenigstens war er ausgearbeitet. Ne? Also das war so mein Gefühl. Alle anderen Charaktere in dem Buch hatten noch weniger Tiefgang, noch weniger, also er hatte wenigstens eine Geschichte. Er hat ja wenigstens, da komme ich her, da will ich hin. Und dass er dann noch von den Armeetypen ja auch noch irgendwo so ein bisschen mehr Backstory kriegt, ist er halt immer noch, also er hat eine Story. Alle anderen sind so, ich bin jetzt da und bin tot. Punkt. An der Stelle, meine Theorie ist, wenn Flo sagt, er kann sich mit dieser Figur identifizieren, ist meine Meinung, er hat genau in diese Geschichte null Arbeit reingesteckt. Und der einzige Grund, warum Dale einigermaßen erträglich ist, ist, dass er sich Dale nicht ausdenken musste. Weil er da halt einfach nur so, ja, theoretisch so grobe Richtung würde ich das machen, theoretisch so würde ich das ungefähr empfinden, das passt schon. Da musste er kein Charakterbuilding reinstecken, weil dann konnte er halt sich selber nehmen, im Prinzip. Also das macht für mich schon völlig Sinn. Das macht halt nur das Ganze nicht besser. Aber also das funktioniert für mich schon. Genau der Punkt macht mich nämlich gerade stutzig. Ich glaube ihm nicht, wenn er das sagt. Ich glaube ihm, dass wenn er, als er dieses Buch geschrieben hat, dass das die Figur war, mit der er sich vielleicht identifizieren konnte. Aber ich denke eher, dass er so Figuren wie Edgar Freemantle aus Wahn,
dass er da drin ist. Dass das Figuren sind, in die er sich wirklich reinversetzen kann, weil das Sachen sind, die er erlebt hat. Ja, aber das sind Ebenen. Das sind viele verschiedene Ebenen, die so ein Mensch hat. Es gibt die Schmerzebene, es gibt die gebrochene Kindheit-Ebene, es gibt die politische Ebene. Und ich habe ja mit den Anmerkungen schon erzählt, er wollte ja hier eine politische Karikatur schreiben, auch wenn er es jetzt so direkt nicht zugibt. Oder wenn er es nicht so offensichtlich machen wollte. Aber ich glaube, wenn du, ja, ich gebe dir recht, auf der Schmerzebene und auf der Charakterebene sind andere Charaktere natürlich viel, viel näher an ihm dran. Aber wenn man den Alltagsmenschen King nimmt, denke ich, passt das schon. Das wäre auch, was ich sagen würde, so eine Art Idealisierung seines Normal-Ichs. Also dieses, so sehe ich mich selber in so einer Situation. Ich würde halt irgendwie auf der guten Seite stehen. Ich würde halt auch in den Knast gehen, aber ich würde halt irgendwie versuchen, jetzt irgendwie nicht so das Arschloch der Story zu sein. Genau. Ja, ich glaube, das würden wir alle auch so versuchen. Nein. Da gibt es ganz andere Leute. Leute, die nur auf Hass laufen, die... Ich meine, da darf ich überhaupt ganz kurz auf Rowling ausspringen? Du darfst dir auch gerne fluchen. Wir haben sowieso eine explizite. Okay. Weil wenn du gerade mal Rowling siehst, die jetzt als TERF abdreht, die einen auf Happy TERFmas macht, die Menschen bewusst anderen zum Fraß vorwirft, und sich auf der guten Seite sieht. King hingegen ist auf der guten Seite. Ja? Und er zweifelt auch immer daran, ob er auf der guten Seite ist. Genau das. Und dann hast du halt echt so Menschen, ich erlebe das jetzt auch gerade im privaten Umfeld, es gibt Leute, die versuchen mich hier zu doxen, zu diskreditieren. Es gibt Leute, die laufen einfach nur auf Hass. Die wollen nur Hass, die sind einfach scheiße. Die sind keine guten Menschen, weil sie natürlich Spaß dran haben, andere fertig zu machen. Guck dir Trump an, ja. Guck dir DeSantis an. Also das Schlimme ist nur, dass diese Leute sich wahrscheinlich trotzdem als Helden in ihrer Geschichte sehen. Ja, natürlich. Ja. In ihrer Geschichte ja. Mhm. Aber in der Weltgeschichte sieht es wiederum anders aus. Und ich glaube, King versucht, sich selber auf die Seite derer zu stellen, die eher unterdrückt sind, die eher von den Mächtigen fertig gemacht werden und die eher nicht so die Stimme haben, für die er sich einsetzen kann. Ja, bin ich auf jeden Fall bei dir. Und wie gesagt, alleine die Tatsache, dass King selbst zweifelt ab und zu, ob er auf der richtigen Seite steht, ist ein Punkt, der ihn für mich sehr sympathisch macht. Und auch wenn Dale in dieser Geschichte doch relativ selten an sich zweifelt, aber er ist ja auch, zum Beispiel, was ich sehr schön fand, in dieser Situation, ja, er hat halt die falsche Frau angelächelt und Zeug und Sachen. Er ist ja nicht mal richtig sauer, dass er vermöbelt wird dafür. Und das ist eigentlich so ein Moment gewesen, wo ich mir so gedacht habe, ja, den kotzt es an, diese Stadt, da hat er keinen Bock mehr drauf, er würde gern weg. Aber er ist jetzt nicht persönlich beleidigt davon, dass Menschen Menschen sind. Und das war eigentlich der angenehmste Charakterzug, den ich diesen Charakter entnehmen konnte. Jonas, hast du eine Meinung zu unserem Protagonisten? Er war mir größtenteils sympathisch. Das hat funktioniert. Aber er war, ja, trotz allem, er hatte einen gewissen Hintergrund, aber er ist trotzdem blass geblieben. Es hat zwar funktioniert, ihn ja irgendwie als Art Anführer, der kein Anführer sein will, zu etablieren, aber so richtig überzeugen konnte er nicht. Mhm. Andi? Ja, man hat ja eigentlich gemerkt, er wollte ja sowieso mit der ganzen Stadt abschließen, weil er ja abhauen wollte, was ja nicht geklappt hatte. Was man ja auch gemerkt hat, dass er selber bereut hat, ja, wer weiß, was gewesen wäre, wenn ich zu dieser Frau eingestiegen wäre ins Auto, wenn sie mich mitgenommen hätte. Ja, ansonsten, wie die anderen schon gesagt haben, er wirkt ein bisschen blass. Man hätte gern mal ein bisschen mehr von seiner Herkunft, von seiner Familie und so hätte man ein bisschen mehr erfahren können. Also es hat ein bisschen was gefehlt. Ansonsten, in einigen Momenten
fand ich ihn auch sehr sympathisch und habe auch so ein bisschen mitgefiebert. Aber ansonsten, ja, wie du schon gesagt hattest, der Tiefgang zum Charakter hat gefehlt. Und das muss ich halt wirklich sagen, also ich kann nicht behaupten, dass ich mich für die Vorgeschichte oder für irgendwelche seiner persönlichen Belange in irgendeiner Weise interessiert hätte. Und ich kann auch nicht behaupten, dass es mich interessiert hätte, ob der Typ jetzt lebt oder stirbt. Das hat für mich gar nicht funktioniert. Aber das liegt daran, dass du herzlos bist. Das ist wahr. Aber ganz ehrlich, es wird doch mit keinem der Charaktere irgendwie eine Verbindung aufgebaut. Das heißt, egal, wer da jetzt gerade abkratzt, es ist egal. Nee, das stimmt nicht. Da würde ich gleich in den nächsten Charakter wechseln wollen. Das Waldmurmeltier. Ja, das Waldmurmeltier hat mir leid getan und es hatte mehr Charakter als alle anderen in diesem Buch. Das Murmeltier war mein Favorit. Das wusste genau. Jetzt kommt irgendein Scheiß. Ich gehe am besten sofort von der Welt, bevor ich mir den Mist noch weiter antue. Also das Murmeltier, das war perfekt. Überhaupt, der Anfang hat mir voll gut gefallen. Nea hat übrigens gerade im Bild einen absoluten Lachkrampf. Das finde ich sehr gut. Aber das Murmeltier war toll. Das Murmeltier war wirklich gut. Und zu diesem Zeitpunkt hatte ich auch echt noch Hoffnung für das Buch. Aber sie wurde zerstört. Vollkommen. Genauso wie das Murmeltier. Das ist aber nicht der Charakter, auf den ich hin wollte. Das ist geil. Das tut mir leid. Sloppy Sam. Alles gut. Der Charakter, auf den ich hin wollte, ist der Sohn vom Polizeichef. Wie hieß er gleich? Also den Namen habe ich mir natürlich nicht gemerkt. Junior. Ja. Jim Rennie Junior. Hätte ich drauf kommen können. Der hat für mich funktioniert. Weil aus dem einfachen Grund, dass wir hier wieder eine Schmerzthematik reingebracht haben, die King nachvollziehen kann. Und das hast du gemerkt. Wenn dem seine Migräneattacke losgeht, also Jim Rennie Jr. hat Migräneattacken, weil er einen unentdeckten Gehirntumor hat. Und diese Migräneattacken waren für mich sehr, sehr gut beschrieben, weil ich die sehr, sehr gut kenne, weil sie sich bei mir ähnlich verhalten. Und weil die auch bei mir eine ähnliche, man kann bei ihm ja nicht von einer Verhaltensänderung sprechen, weil er ist halt auch so ein Arschloch. Aber dass die alle Charakterzüge, die man hat, diese Migräne, doppelt und dreifach verstärkt und wieder rausholt, ob das die Aggression ist, ob das die Weinerlichkeit ist, ob das die Verlassensängste sind, das kenne ich. Und das hat King wieder hervorragend eingefangen. Das ist aber auch das einzig Gute, was ich über diesen Charakter sagen kann. Aber deswegen hatte der für mich tatsächlich mehr Charakter als unser Protagonist. Gerade der Charakter war für mich jetzt wieder auch ein Abziehbild. Und zwar ein Abziehbild von den meisten der Unterbösewichte aus The Stand. Also ich fand ihn zu abgedreht. Dabei bei der Überlegung kam mir zum Beispiel der Trashcan Man so in den Kopf. Ja. Irgendwie stelle ich den so mit ihm auf eine Stufe. Aber der Trashcan-Man war gut. Ja, genau. Da hat es in die Geschichte reingepasst. Aber hier ist er zu over the top. Genau wie sein Vater auch eigentlich zu sehr eine Parodie ist. Und vielleicht ist das auch das Problem mit dieser, dass King hier über die politische Szene in den USA schreiben wollte. So ein bisschen versteckt. Es ist zu sehr eine Parodie auf all das, dass es in die Geschichte reinpassen würde. Es hat gute Momente, natürlich. Die guten Beschreibungen, wie du sagst, mit den Migräneattacken und so weiter. Das hat Atmosphäre, das passt auch. Aber das sind halt wirklich nur so kurze Momente in einem sehr, 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 sehr großen Buch. Ja, aber erstens ist er meiner Meinung nach der Einzige, der diese Momente überhaupt hat im ganzen Buch. Und zweitens ist für mich der Punkt, er ist im ganzen Buch der Einzige, der eine Ausrede dafür hat, warum er so überzeichnet ist, wie er ist. Weil eben diese Migräneattacken die Dinge für ihn selbst auch überzeichnen. Alle anderen sind Abziehbilder, weil sie Abziehbilder sind. Weil er zu faul war, richtige Charaktere zu schreiben. Ich habe bei ihm irgendwie die ganze Zeit immer das Gefühl gehabt, ich musste immer an S denken. Mhm. Und zwar an die Jugendlichen, die gegen die Außenseiter von S aufgehetzt. Genau, so hieß das ja im Deutschen.
ich habe immer das Gefühl gehabt, dass er so auf dieser Gegenspieler-S-Linie ist und einfach nur irgendwie auch ich finde seine Migräne irgendwie auch nicht wirklich so, also für mich ist das gar nicht so rübergekommen. Klar, immer wieder, ich habe Schmerzen, er muss behandelt werden, dann verdrängt er es wieder. Aber irgendwie ist alles, was er macht, weiß nicht, es wirkt fremdgesteuert, es wirkt nicht, als ob irgendwas von ihm selbst, auch durch die Migräne oder so, sondern er wirkt generell einfach nur, ja, das große Böse ist irgendwo da, sagt, mach böse Sachen, vielleicht in Form der Migräne, ich weiß es nicht, es ist so mein Feeling. Er ist einfach ein Bully. Ja. Ja, das ist aber der Punkt. Er ist ein Bully, ja, das ist er von Natur aus. Dass aber die Migräne diese Sachen ins Exorbitante steigert, das ist die Migräne. Und ganz kurz nur, dieser Punkt von, das fühlt sich an wie so ein S-Bösewicht. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Macht aber für mich auch Sinn, weil wenn wir sagen, King macht S gern oder man macht das böse TM gerne als Naturgewalt, ist ja auch oft mit irgendwie Gewitter oder Regen oder Unwetter oder was weiß ich. Das Böse als Krankheit haben wir auch im King-Universum relativ definiert. Sehr oft. Und das Konzept von Wahnsinn als Krankheit und so weiter und so fort. Also von daher macht es für mich schon Sinn. Und es ist eben nicht nur, ich habe Schmerzen, ich muss behandelt werden, sondern es ist, ich habe in meinem Leben viel zu oft gehört, das kann man nicht behandeln, das wächst sich aus. Und deswegen, irgendwann fängst du halt an, das erstens so lange zu ignorieren, bis es halt dich umbringt. Und du fängst halt an, drumherum zu arbeiten und fängst auch irgendwann an, das als dein Wesen einfach anzuerkennen. Weil wenn ich Schmerzen habe, bin ich halt ein Arschloch. Punkt, ist in Ordnung. Wenn ich keine Schmerzen habe, bin ich immer noch ein Arschloch, aber ein bisschen weniger. Aber das ist eben nicht nur der Punkt, ich habe Schmerzen, sondern dieser Punkt, ich höre alles doppelt so laut. Dieser Vogel atmet zu laut. Oder diese Ameise ist zu präsent in meinem Leben. Oder, oh Gott, die verlassen mich alle, die haben mich alle nicht mehr lieb. Das kenne ich alles und das ist bei mir definitiv auch so. Wenn ich diese Migräneattacke habe, sind diese Gefühle, die ich normalerweise voll gut im Griff habe, dreifach stärker, als sie sonst sind. Und das war eigentlich für mich der Punkt, den es für mich greifbar gemacht hat. Dazu sage ich ein klares Jein. Hätte er das so beschrieben, also ich meine, er hat das so beschrieben, aber wenn die Figur nicht von Grund auf ein Arschloch gewesen wäre, hätte ich vielleicht sogar mitfühlen können. Wenn er durch den Tumor, durch die Schmerzen, durch die Migräne wirklich langsam durchdreht und zu dem wird, was er dann letztendlich ist. Aber der ist von Anfang an einfach nur ein Wichser und deswegen... Aber Flo, so funktionieren Krankheiten nicht. Ja, nein, aber so funktionieren Geschichten. Ja, okay, das ist ein Punkt. Aber generell würde ich wirklich sagen, du kannst nur das verstärken, was schon da ist. Hätte er in diesen Migräneattacken, wäre er ein komplett anderer Mensch gewesen und wäre sonst ein Heiliger, hätte es mich angekotzt. Verstehst du, was ich meine? Ja, nee, das wäre natürlich auch nicht richtig gewesen. Aber trotzdem fand ich die Mischung, wie er diese Figur konzipiert hat, sie war nicht rund, also es hat für mich nicht geklappt. Ja, so. Ja, rund war sie definitiv nicht, da bin ich bei euch, auf jeden Fall. Aber für mich war sie runder als alle anderen Charaktere, die in diesem Buch rumgelaufen sind. Gut, habt ihr zu Junior noch irgendwelche Meinungen? Ja, ich hätte da noch, mich hatte die Person so ein bisschen an Ace Merrill aus In einer kleinen Stadt erinnert. Sag jetzt nichts Falsches, ich mag Ace. Ja, wie gesagt, beide hatten so gleiche Charakterzüge. Deshalb fand ich den Junior auch recht interessant in diesem Buch. Und man hat ja von Anfang bis Ende hat man ja gut, bis fast kurz vorm Ende hat man ja ihn komplett miterlebt, wie seine Schmerzen schlimmer geworden sind. Auch wie das ihn selber,
Sprachfunktion hat nicht mehr so richtig hingehauen, dann konnte er nicht mehr richtig sehen. Man hat da schon wirklich so eine Entwicklung damit gemacht mit ihm. Naja, aber wo siehst du jetzt die Verbindung zu Ace? Ja, wie gesagt, er hat mich so ein bisschen an ihn erinnert. So ein paar Charakterzüge, halt dann auch so ein bisschen, was er so für einen Scheiß gemacht hat. Das hat mich halt nur ein bisschen an die Person mit erinnert, deshalb. Okay. Doch, ja, das kann ich sehen. Das ist so dieser, wie heißt dieser Creaser-Typ, den er auch bei, wie heißt die Geschichte? Manchmal kommen sie. Genau, der oder auch. Stand by Me? Meinst du? Da war er auch und bei Christine und der hat eigentlich auch diesen Stereotyp an Bösewichten, den er öfter macht. Und ja, doch, ich sehe ihn auch in dieser Reihenfolge. So vom Charakter sind die so ein bisschen unterschiedlich, aber es geht so in die gleiche Richtung. Und das ist halt dieser Abziehtyp halt nur von ihm, aber da ist ja ein bisschen tiefer in die Verletzung mit reingegangen, in den Charakter. Und da hat man ein bisschen mehr erlebt als nur von den anderen, die so wirklich angekratzt waren. Gut. Wollen wir über Papa reden? Denn Daddy-Issues are a thing. Ich kann zu Big Rennie nicht sagen, weil er war als Bösewicht so lächerlich, dass er nicht zu ertragen war. Und ja, natürlich, der Hörer aus dem Jahr 2023, der hat das vollkommen gute Recht, und ich erkenne das an, zu sagen, ja, aber diese Charaktere laufen auf der Welt rum. Und ja, diese Charaktere sind Bürgermeister, keine Ahnung, Präsidenten, alles. Ja, ihr habt vollkommen recht. Und ja, ich gebe euch auch recht, diese Charaktere gab es auch schon immer. Aber ich lese keine Geschichten, weil ich Realität will. Ja, ich gebe dir recht, natürlich ist es erschreckend, dass man 2023 solche Menschen sieht. In der Politik und anderswo. Aber ich glaube tatsächlich, das ist eine Frage des Abstands. Ich gehe straff davon aus, dass sowohl in der deutschen als auch in der amerikanischen Politik solche Gestalten schon immer existiert haben und schon immer präsent waren. Und dass die auch schon immer Macht hatten. Ob das jetzt auf Bürgermeisterebene war, ob das auf Ebene von Präsidenten war oder von irgendwelchen Kongressabgeordneten oder was auch immer. Und ich gehe davon relativ straff aus, dass King diese Charaktere schon sehr früh erlebt hat in seiner Tätigkeit. Weshalb es für mich schon Sinn macht, dass er das auch damals schon verarbeitet hat. Es ist ja jetzt noch nicht so lang her, seien wir ehrlich. Aber dass wir das jetzt als neue Entwicklung begreifen, liegt, glaube ich, einfach nur daran, dass wir es vorher nie so krass mitgekriegt haben, wie wir es jetzt durch Social Media, Trump kündigt einen Atomkrieg über Twitter an oder ähnliche Späße, dass wir es damals in dem Maßstab einfach nicht mitgekriegt haben. Und der Ami-TM hat es halt damals schon live erlebt. Ja, also ich bin jetzt zur Hälfte Amerikanerin. Mhm. Und deswegen sage ich, ein paar Sachen waren tatsächlich schon da, aber das fing ja damals mit Bush an, dass so diese extremen, also George W., ne? Das hat diese extremen Charaktere, die sich so absolut negativ rausstellen, die sich so egoistisch hinstellen, die dann aber auch dafür noch gefeiert wurden, die dafür halt Macht bekommen haben. Trump und DeSantis sind jetzt einfach nur die das jetzt einfach ins gefühlte Unermessliche steigern, weil es halt immer weitergeht. Es wird immer positiver aufgenommen. Wie war seine Aussage? Grab her by the pussy. Und er ist nur deshalb jetzt im Vergewaltigungsprozess, nur wegen dieser Aussage, weil er vorher meinte, ich kann es doch machen, es interessiert doch keine Sau. Ja, nur deshalb wurde er jetzt überhaupt zu diesen 5 Millionen Dollar verurteilt. Es wird immer extremer. Und das, was George W. Bush damals gemacht hat, das war ein Witz dagegen. Ja, und egal, wen wir da hatten, es wird halt immer krasser. Und diese Negativitätsspirale wird immer größer. Und je mehr du dich negativ positionierst, wir haben jetzt DeSantis als absolut krasses neues Beispiel, der auch total auf ihn passen würde.
der ist dieses Don't Say Gay-Gesetz gemacht hat, der jetzt Transmenschen Behandlungen verbieten will, der sogar Ärzte die Todesstrafe androht, wenn sie Transmenschen behandeln. Das ist dieses, es wird immer krasser und das war damals noch nicht so absehbar, wie es heute jetzt sichtbar ist. So würde ich Da würde ich dir tatsächlich widersprechen. Ich gebe dir im großen Maßstab recht, hundertprozentig. Ich gehe aber davon aus, dass dieser kleine Dorfbürgermeister TM schon immer ein exorbitantes Arschloch sein konnte, ohne dass da im Zweifelsfall irgendjemand das Maul aufgemacht hat. Wir sehen es nur jetzt im großen Maßstab, dass es im großen Maßstab auch funktioniert. Aber dass dieser Dorfbürgermeister damals schon Amok laufen konnte vor sich hin, ohne dass es irgendeinen interessiert hat, das würde ich vor 50 Jahren genauso unterschreiben wie vor 3 Jahren. Ich habe mich dann falsch ausgedrückt, Entschuldigung. Ich stimme dir zu, es geht halt nur um dieses Extreme, so wie er jetzt dargestellt wird, warum wir ihn heute als so extrem wahrnehmen, weil du gerade meintest, im Jahr 2023 nehmen wir es so wahr. Darauf war das bezogen. Es wird heute extremer wahrgenommen und es fühlt sich auch extremer an, weil es extremer ist. Ich möchte mich an dieser Stelle übrigens auch gleich nochmal positionieren und ihr dürft an dieser Stelle gerne folgen, wenn ihr anderer Meinung seid. Ich möchte nicht, dass ihr meine Formate konsumiert, wenn ihr anderer Meinung seid. Trans rights are human rights und alle Menschen aller Form und Art und Weise sind uns hier willkommen. Wenn ihr Arschlöcher seid, da ist die Tür. Danke. Ich liebe dich. Ich dich auch. Gut, das sollte noch an dieser Stelle kurz gesagt werden. Aber mein Punkt steht trotzdem, nur dass es diese Charaktere in der Realität gibt, heißt nicht, dass es die in meiner Literatur zu geben hat. Ich lese Geschichten, damit ich Geschichten lese und nicht, damit ich mich mit dieser Scheiße auch noch in der Geschichte auseinandersetzen muss. Gut. Habt ihr sonst zu Big Jim irgendwas zu sagen? Es gab nur eine Sache, die ich irgendwie krass fand, als sie sich am Ende im Bunker verbarrikadiert haben. Und er denn so diese Sardinen isst, war das Sardinen, glaube ich, und dann einfach so eine Dose nach der anderen öffnet, so, ja, hier, mach mal, und immer noch auf seinem hohen Thron ist. Das fand ich so krass, so dieses, die Welt geht unter und er muss, ja, ist alles in Ordnung, ich esse hier meine Dose. Ich glaube aber tatsächlich, wenn du so einen Gottkomplex hast, und ich sage das als Mensch, der einen sehr ausgeprägten Gottkomplex hat, wissen wir, den legst du nicht ab. Also, und wenn da die Welt rundherum brennt, den legst du nicht ab, weil, warum denn? Also, dann bin ich halt der Gott der Zerstörung. Vollkommen okay, aber ich bin immer noch ein Gott. Das ist in Ordnung. Also, das kann ich schon nachvollziehen. Es ist halt nur so die Szene, die mir von ihm einfach im Kopf geblieben ist. Alles andere war irgendwie so, ja, war halt so, was passiert. Und das ist die einzige Szene, die wirklich so in meinem Kopf ist, dass er da in seinem Bunker sitzt und die Dose öffnet ist und bringt ja mal hier und sorgt mal dafür, dass neues Propangas angeschlossen wird. Das ist das Einzige, was mir von ihm wirklich bewusst im Kopf geblieben ist. Und das muss ich halt wirklich sagen, dadurch dieser Charakter. Man kann ja nicht mal sagen, er ist überzeichnet, weil wir haben ja gerade schon gesagt, die Realität ist so. Aber dadurch er für eine Geschichte so überzeichnet ist, funktioniert er halt für mich überhaupt nicht. Und ich kann weder sagen, ey, das ist ein cooler Bösewicht, auf den freue ich mich, wie ich ja absolut Fleck vergöttere, zum Beispiel. Aber selbst Fleck hat mehr Charakter als dieser Typ. Ja, definitiv. Und um King auch wieder von seiner Aussage vorher zu rehabilitieren, er bezeichnet Big Jim als Romanfigur, mit der er sich selbst auch heute noch am wenigsten identifizieren kann oder will. Ja. Ja. Das unterstütze ich. Hinterlistig mit kurzer Zündschnur, könnte man es so zusammenfassen? Ja, aber wenn es nur das wäre. Aber hinterlistig, kurze Zündschnur und inkompetent ist eine böse Mischung. Siehe etwa. Ja. Genau. Gut, Flo, hast du denn noch andere Charaktere, über die du sprechen möchtest? Ich hatte es überlegt, ob wir vielleicht noch, wie heißt sie, Julia Shumway? Ist das so? Hilf mir. Die Reporterin, die wir ja schon mal in N getroffen haben, in der Kurzgeschichte. Aber ganz ehrlich, der Charakter ist genauso blass wie alle anderen Dorfbewohner. Ja. Ich glaube, wir gehen einfach mal in die Geschichte und vielleicht taucht hier noch einer auf, der noch besprechenswert ist, aber. Okay. Bevor wir in die Geschichte, in die Handlung gehen, möchte ich mich über eine weitere Sache aufregen, die mich
wahnsinnig gemacht hat in diesem Buch, die mich auch in allen Büchern von King wahnsinnig macht, wo er was tut. Und das ist der ständige Wechsel im Erzählstil. Ich habe es gehasst. Wir haben zum Beispiel eine Szene, okay, die war nett, die war wirklich hübsch, weil du gerade Julia erwähnt hast, die aus der Sicht von Julias Hund geschrieben ist. Das fand ich eine coole Idee, die war nett, aber mehr auch nicht. Und dann haben wir einen Abschnitt, wo die Erzählstruktur so ähnlich ist wie im Schwarzen Haus. Dass wir unsichtbar so über diese Stadt fliegen und diese ganzen Nebenkriegsschauplätze so entdecken. Und das hat mich aber dieser Wechsel immer fürchterlich rausgebracht. Das habe ich gehasst. Nee, das fand ich hier gar nicht so schlimm. Und gerade das mit dem Hund fand ich ziemlich cool. Ja, also es hat mich diesmal auch nicht so gestört. Natürlich klaut er hier bei sich selbst auch wieder. Aber ich fand gerade auch die Sache mit dem Hund hier besser als in Cujo. Ja. Aber das ist jetzt auch nicht so schwer, weil das Buch ist ja auch nicht so berauschend. Ja, aber die Hundeszenen in Cujo waren die besten Szenen im Buch. Ja, die hatten den besten Charakter. Genau. Dela, meinst du jetzt die Szene da, wo der Horace hieß, glaube der Corgi von der Reporterin? Genau, genau das. Nach dem Popcorn da geschnüffelt hatte und hätte beinahe die das muss ich auch sagen. Das war für mich auch eine Szene, wo ich auch so gedacht habe, na, komm noch ein bisschen mehr und du kommst dran an die Notizen und dann, aber war nicht schlecht gemacht. Ich erinnere mich noch nicht mal an diese Szene. Da war gerade, glaube ich, die das Feuer gewesen, wo es so niedergebrannt war. Hier die, jetzt komme ich nicht gerade auf den Begriff. Die Redaktion. Genau, die Redaktion, die war gerade abgefackelt und die Reporterin mitsamt Hund, die sind dann bei der einen Stadtverordneten untergekommen, ich mich da nicht irre. Genau, gerade im Entzug war. Genau, die war gerade im Entzug und die hatte da Notizen bekommen und die hat sie aus Versehen fallen lassen, die dann so zwischen Tisch und Sofa gefallen ist oder so. Und der Hund wäre beinahe draufgestoßen, nachdem er da irgendwie Popcorn erschnüffelt hatte. Der Rest der Story ist da, aber die Szene überhaupt nicht. Nee, aber die Hundeszene fand ich nett. Aber wie gesagt, ich mag es einfach nicht, wenn King den Erzählstil wechselt. Das bringt mich raus. Das war jetzt hier nicht so schlimm, weil ich einfach gar nicht drin war, zu keinem Zeitpunkt. Aber es ist nicht mein Fall. War auch so leicht am Anfang beim Murmeltier, da war doch auch so in dieser Art geschrieben. Aber das Murmeltier ist ja trotzdem so von halb außen beschrieben. Dass du das Murmeltier jetzt als halb beschreibst, finde ich lustig. Ja. Naja, wenn wir bei dem Stichwort sind, fangen wir mal mit dem Anfang an, auch wenn es schwerfällt. Der Anfang war das Beste im Buch. Ja. Als diese Klappe runterfällt, als Dale gerade auf dem Weg ist, als die ersten Unfälle passieren, als er den Trucker trifft, oder ich weiß gar nicht, er hat Pickup, glaube ich. Die Interaktion fand ich cool. Das hat mir Spaß gemacht. Die ersten 100 Seiten dieses Buchs sind echt nett. Alles andere kannst du komplett in den Skat legen. Ja, dieser Anfang, man weiß ja nicht, was passiert. Und dann kommt diese Kuppel und das Flugzeug stürzt ab. Und auch die Beschreibung auf der Straße mit den Autos, der Trucker hält noch an. Und es sind ja nicht alle, die anhalten. Das fand ich auch wirklich noch gut. Also es hat mir Spaß gemacht. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass wir hier eine interessante Szene haben und nicht zu viele Figuren, die einem auf den Sack gehen. Ja. Oder die einem noch nicht auf den Sack gehen. So. Und da gebe ich dir auch vollkommen recht. Der Anfang ist gut und umso mehr wir in die Charaktere kommen, anstatt in die Handlung, umso schlimmer wird's für mich. Ja, bin ich hundertprozentig bei dir. Ich würde gerne über Schlagberichte reden, aber es gibt keine. Und die Tatsache, dass kein Widerspruch kommt, gibt mir recht. Ja, es sind mehr Schlaglöcher in der Geschichte als Schlagdichter, das stimmt. Wobei, was ich teilweise ganz nett fand, war, wie die Umgebung beschrieben wurde. Gerade so dieser Leuchtturm.
Aber es sind halt keine Erinnerung dran, also hat es für mich nicht funktioniert. Es war auch nur ganz kurz, aber ne, es war halt so auch dieses, wo sie da diesen Leuchtturm dann stürmen. Das war irgendwie noch ganz nett beschrieben. Das ist vielleicht auch so eins der wenigen Highlights, weil damit halt das Ende des Buches eingeleitet wird. Aber ansonsten ist die ganze Geschichte hingerotzt. Es gibt ein paar schöne Sachen. Ich mochte zum Beispiel tatsächlich die Priesterin, die Piper Libby heißt sie. Die eigentlich die Pfarrerin dieses Ortes ist oder eine der Pfarrerinnen dieses Ortes, die aber selbst den Glauben schon lange verloren hat und eigentlich ständig zwar noch betet, aber eigentlich so von wegen, pass auf, wir wissen beide, das ist nur fauler Zauber, aber für die Idioten, die noch an dich glauben, tu denen doch den Gefallen und mach mal was richtig. Das war zum Beispiel für mich ein schöner Moment. Dann schöne Momente waren, wie gesagt, für mich diese ganzen Momente mit Junior. Schöne Momente war auch die Bildung dieser paramilitärischen Hilfspolizisten. Weil auch das ist leider Realität. Natürlich in so einer Gesellschaft und in so einer Extremsituation werden sich die extremen Charaktere hervortun. Das ist einfach ein Naturgesetz, weil Menschen so funktionieren. Aha, auf einmal ist die Realität gut genug, um dich zu unterhalten. Nein, ich sage genau nur, das habe ich gerade gedacht. Nein. Ich sage nur, es ist logisch als Handlungselement. Ich sage nicht, es ist gut. Ich sage nur, es ist logisch als Handlungselement. Ja, das war auch so etwas, das mir zu nah an der Realität war. Yep. Ansonsten muss ich für mich persönlich, es mag nur eine Einzelmeinung sein, aber für mich persönlich muss ich sagen, das ist ein wie viel Seiten Buch, wie viele Seiten haben wir? Weiß nicht, aber es ist das drittlängste von King. Und es gibt keine Handlung. Lasst mich mal die Handlung zusammenfassen. Aliens werfen eine Kuppel auf eine Stadt. Stadt läuft erwartungsgemäß amok. Stadt brennt ab. Menschen, die durch den Brand nicht umkommen, versuchen eine Lösung zu finden und haben wegen einer total obskuren Erinnerung aus der Schulzeit einer der Handelnden, die Idee, naja, die sind ja nicht alle grausam, die sind nur aus Gruppendruck grausam und deswegen können wir vielleicht mit denen reden und begeben sich deshalb auf einen Punkt, von dem sie denken, sie können mit den hypothetisch angenommenen Alienwesen, wie sie darauf überhaupt kamen, ist mir immer noch nicht klar, mit denen reden wir jetzt und machen denen klar, dass wir ja was anderes sind als Ameisen. Das ist die ganze Handlung. Ihr dürft gerne intervenieren, wenn ich Blödsinn erzähle, aber... Und dafür 41 Stunden 14 verschwendete Zeit von David Nathan. 1296 Seiten, ich habe gerade nachgeschaut. Und ganz ehrlich, ich habe eine Lebenserwartung von 2 Wochen gehabt. Dafür ist mir meine Lebenszeit zu schade, auch wenn ich jetzt schon im Bonus bin. Also ihr dürft mich gerne korrigieren, wenn ihr mehr Handlungspunkte habt als ich, aber ich habe keine. Natürlich hat das Buch mehr Handlung. Du hast dich jetzt natürlich auf das Ende konzentriert, das ich eigentlich total verdränge. Es ist aber langweilige Handlung. Es ist diese kleinteilige Handlung. Der große Handlungsbogen ist, wir sind hier eingesperrt, versuchen uns irgendwie zu organisieren, aber... Der oberste Boss der Stadt ist ein Riesenarschloch und das Ganze eskaliert. Und dann ja das ausländische Scheißzeug. Aber King verliert sich wirklich so in diesen kleinen Nebenhandlungen, was weiß ich, dieser Aufruhr im Supermarkt. Und ganz ehrlich, diese Meth-Farm da ging mir tierisch auf den Sack. Und so diverse Sachen, also nee. Nee, und vor allem, da kommen wir wieder an den Punkt mit Realität. Menschen sind so, das braucht mir keiner erklären. Wenn ich weiß, dass jetzt hier über mein Dorf plötzlich eine Glocke aus Glas fällt, da brauche ich keinen Horrorautor, der mir beschreibt, was passiert, das weiß ich. Das ist keine Handlung, das ist einfach... Also menschliche Natur braucht mir per se keiner mehr erklären. Und mehr macht er nicht.
als die Dinge, die eh passieren müssen, weil sie einfach passieren, wenn Menschen auf engstem Raum zusammengepresst sind. Das ist keine Handlung. Das tut mir leid. Ich glaube, das Einzige, was man dazu noch sagen könnte, ist, dass er vielleicht so ein bisschen vorhergesehen hat, in Anführungszeichen, was heute passiert mit dem Klimawandel. Wir sagen alle, wir sind echt am Ende. Wir sind an einem Punkt, wo wir alle untergehen werden, weil wir unsere Welt kaputt machen, weil alles vernichtet wird. Und die Leute sagen immer noch, nö, wir machen jetzt erstmal weiter wie immer und vernichten einfach weiter. Und es ist, sag ich, alles klar. Schwierige Analogie, finde ich. Ja, Jonas? Ich würde sagen, es ist quasi ein Treibhauseffekt im Zeitraffer. Ja, und genau das ist aber, glaube ich, der Grund, weshalb für mich die Analogie nicht funktioniert. Weil das ist ja der Punkt, weshalb wir jetzt hier alle sitzen können und im Prinzip wir, die wir hier sitzen, noch ein bisschen mit den Schulter zucken können, ist, okay, da säuft halt mal ein Dorf ab, okay, da ist halt irgendein Kaff in Pakistan ein Erdbeben oder ein Hochwasser zum Opfer gefallen, was soll's, es interessiert keinen Menschen. Das ist schlimm, dass es keine Sau interessiert, aber es ist nur bei Tatsache. Dieses ganze Problem mit dem Klimawandel ist ja, dass die wirklich schlimmen Auswirkungen, die da auf uns zukommen, in einer, zwei Generationen passieren. Mhm. Weshalb jetzt alle sagen können, ja, es ist ja nicht mein Problem. Für die Menschen in dieser Stadt ist es aber akut deren Problem. Deswegen funktioniert die Analogie für mich nicht. Sie sehen es aber nicht. Und es wird eher alles in Luft gesprengt und es wird weiter alles eskaliert. Es wird weiter auf Aggression gegangen, anstatt dass man dann so sagt, okay, wir müssten zusammenarbeiten. Ja, aber... Ja, vielleicht könnte man es so vergleichen, es wird ja immer gesagt, hier Klimawandel mit den Fröschen im Kochtopf. Ja, genau. Ja, angeschaltet, die kriegen nicht mit, wenn es langsam wärmer wird. Das Buch macht dasselbe, aber der packt die Frösche in die Mikrowelle. Ja, genau. Ich kann das schon verstehen, das passt auch schon, aber es ist halt alles extrem eingedampft. Und ja, dadurch, dass es ohnehin nicht funktioniert, ist das auch für mich hier wieder schwierig, mich darauf einzulassen. Darf ich eine Frage in den Raum werfen? Einfach mal hypothetisch. Mach mal. Das hätte ja eigentlich ein gutes Buch werden können. Ich bin der Meinung, hätten wir gesagt, okay, diese Kuppel ist vor, lass mich überlegen, 30 Jahren vom Himmel gefallen. Und wir gucken jetzt, ohne dass es eine akute Bedrohungssituation gibt, auf diese Gesellschaft. Das hätte für mich ein spannendes Buch werden können. So, da es so eskaliert, hatten die Leute natürlich, weil es Menschen sind und Menschen sind dusselig, gar keine Möglichkeit, aus ihrer evolutionären Geistesgegenwart rauszukommen und anders zu handeln. Hätten wir da aber eine langsame Steigerung gehabt, die wir vielleicht auch nur im Nachgang betrachten, wäre das für mich eine spannendere Geschichte gewesen, als es jetzt ist. Ja, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Die Geschichte ist ja auch gar kein langer Zeitraum. Das ist, wie viel, 5 Tage oder so? Mehr ist das, glaube ich, gar nicht. Innerhalb von einer Woche haben die alles in Schutt und Asche gelegt. Genau. Deswegen, ja, Dela, ich kann das gut verstehen, was du sagst. Es ist zu schnell und gleichzeitig zu langsam erzählt. Genau, ja. Genau das ist mein Problem. Den Ansatz finde ich interessant, zu sagen, wie wäre es in 30 Jahren, aber ich befürchte, da würden wir gar nicht hinkommen, weil einfach das, was da jetzt in der Realität, also was dort in dieser Realität dieser 5 Tage passiert, ist, glaube ich, das, was passieren würde. Und deswegen wäre dieses andere einfach so surreal. Dann wäre es vielleicht interessant, wenn irgendwie so eine, keine Ahnung, irgendwas aus so ein Zeitloch oder so passiert und Leute sind da aus der Vergangenheit auf einmal in so einer Art Kuppel. Und mit den heutigen Standards, die wir haben, mit der heutigen Welt, glaube ich nicht, dass es zu diesen 30 Jahren kommen könnte. Also interessant wäre es. Bin ich bei dir? Gut, erweitere ich die Idee. Gehen wir mal davon aus, dass diese Kuppel nicht so schlagartig vom Himmel fällt, wie sie vom Himmel fällt, sondern dass sich quasi die Luft um diese Stadt langsam verdichtet, zum Beispiel. Dass das wirklich ein gradueller Prozess ist, auf den auch Menschen graduell ansprechen können. Dann wäre es eine sinnvolle Analogie gewesen. Verstehst du, was ich meine? Aber so fällt das Ding vom Himmel und es ist halt so, wie wir es dann mit Klimawandel mal in 30 Jahren haben werden.
Stimme ich dir zu. Na, das, also das ist eigentlich mein Gedanke. Aber es ist, wie Flo sagte, gleichzeitig zu langsam und zu schnell erzählt. Frage. Ich habe immer als Vergleich auch das Dent im Kopf. Wobei das hier natürlich die Apokalypse auf einem kleineren, auf einer kleineren Ebene ist. Weil da hat er sich ja auch zum Beispiel Zeit gelassen. Das hat sich ja über Monate gezogen, teilweise über Jahre. Und trotzdem ist immer was passiert. Ja, und weißt du, was der Unterschied zwischen The Stand und der Welt jetzt hier ist? Dass The Stand ein gutes Buch ist? Ja, erstens das. Fleck fehlt. Aber vor allem, bei The Stand hatten wir nur Bösewichte, aber keine inkompetenten Bösewichte. Naja, gut, man kann sich bei Harold streiten, aber ja, natürlich hast du recht. Aber Harold hat ja nie die Stadt geführt. Also, wenn Harold Las Vegas geführt hätte, wäre das auch in 5 Tagen vorbei gewesen. Aber Harold hat Las Vegas nicht geführt. Das ist der Unterschied. Und dass ich das mal sagen muss, selbst die Hand Gottes war besser als dieses Ende. Ja. Die hatte Stil. Ja, sagen wir einfach ja. Reden wir mal, weil du vor uns Follow sagtest, wegen dieser ganzen Mini-Schauplätze und dieser ganzen Mini-Kriege mit dem Supermarkt und alles und dieser wir lynchen den jetzt und so weiter. Diese Szenen und diese Minischauplätze hatten wir ja bei in einer kleinen Stadt auch. Da haben sie funktioniert. Was war hier der Unterschied? Ja, ich habe da überlegt, hat einer von euch eine Idee? Weil ich bin echt nicht auf eine Lösung gekommen. Ich glaube, weil wir hier keine Charaktere haben, sondern nur Azibilder. Das würde ich auch sagen. Ja, wahrscheinlich. Und wir kannten Charaktere aus in einer kleinen Stadt schon. Es war halt der Abschluss des Derry, Judas, war es Derry? Castle Rock. Castle Rock, ja. Ja, es ist... Gilt für diesen Podcast, ja. Aber in einer kleinen Stadt war auch damals mein zweites Buch, glaube ich, was ich insgesamt gelesen habe. Ja, mein das erstes. Heißt, mein erstes war das Stand, aber in einer kleinen Stadt war mein zweites oder maximal mein drittes. Das heißt, ich kannte Castle Rock auch als Stadt nicht. Und es hat trotzdem beim ersten Lesen für mich schon besser funktioniert als dieses Buch. Also das kann es auf die große Sicht nicht gewesen sein. Für den Podcast gebe ich dir natürlich recht. Wenn du aber in einer kleinen Stadt siehst, hast du da halt diesen Bösewicht, der das irgendwie koordiniert. Und das hast du auch hier nicht. Du hast diese Koordination des Bösen, sondern hier ist einfach nur was passiert, weil die Kompetenz. Ja. Ja, der Böse reagiert genauso wie die Guten und keiner hat die Situation unter Kontrolle. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt in einer kleinen Stadt oder auch bei The Stand, da hatte das Böse einen Plan und war nicht so beliebig. Ja, gebe ich dir recht. Andi, hast du noch eine Meinung? Ja, in einer kleinen Stadt, da hat man ja durch den Bösewicht ja auch immer so einen Fingerzeig gehabt auf eine kleine Handlung, die durch, sag ich mal, ja, hier mache ich mal was kaputt und das eskaliert total. Da wurde das dann gesteuert. Bei die Arena, da war einfach nur totales Chaos und da war irgendwie alles willkürlich und keiner hatte jetzt mit dem Nächsten gerechnet, was da passiert. Und das war in einer kleinen Stadt, war es wirklich berechnend gewesen. Da hatten auch die Charaktere so ein bisschen mehr Hintergrundstories gehabt. Und da konnte man auch mehr miterleben, was sie jetzt da gerade durchmachen, durch die Streiche, die da gespielt wurden. Und ja, da war ein bisschen mehr Tiefe drin als jetzt hier in dem anderen Buch. Und vor allem, wir hatten halt einen Aufbau der Eskalation in einer kleinen Stadt. Ja, genau. Gut. Wollen wir über das Ende sprechen? Wir müssen über das Ende sprechen. Nein. Wirklich? Darf ich abkürzen? Ja. Es war scheiße. Danke. Stimme ich. Ja, ich kann nicht widersprechen. Also, tut mir leid, aber ich kann nicht widersprechen. Vor allem, habt ihr verstanden, wie sie überhaupt auf die Erklärung kamen, dass das jetzt Wesen sind, mit denen man kommunizieren könnte? So wie ich verstanden habe, war das ja, erst war das ja eine Gruppe, mit denen sie gesprochen haben. Und da sind sie komplett auf, ja,
haben die auf Granit gebissen oder haben die nichts erreichen können. Dann zum Schluss war ja nur noch eine Person da gewesen und die hat dann, weiß ich, so eine Art Mitleid gehabt, weil die dann regelrecht gebettelt haben, erlöst zu werden. Ansonsten, keine Ahnung, es war einfach nur grauenhaft. Ich möchte also das nicht erleben. Der Punkt war ja der, dass die, ich glaube, die Journalistin, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, hatte diese Kindheitserinnerung von wegen, ich bin von dieser Gruppe von Schulmädchen damals gemobbt worden und die eine, die ich dann aber separat noch, die dann zurückgeblieben ist, die hat dann das Menschliche getan, TM. Ich habe da eher die Ameisen im Kopf, die dann mit dem Brennglas verbrannt wurden, zu sagen, guck mal, hier sind die schwachen Tiere, aber wir sind doch keine Ameisen. Dass das die Analogie der Kinder war. Wirklich, aber nicht sicher. Aber ich habe einfach nicht verstanden, woher wir überhaupt diese Informationen nahmen. Da ist ein übergeordnetes Wesen, mit dem wir überhaupt kommunizieren können. Das hat sich mir nicht erschlossen aus der Handlung. War das nicht, weil die irgendwie dieses Gerät einmal berührt haben und da Wesen gesehen haben? Okay, ich meine ja. Sein. Okay, ja gut, dann ist mir das einfach entgangen. Wesen mit so komischen Ledermasken oder sowas. Da habe ich erst an Leatherface gedacht. Ja, diese lustigen Aliens haben wir ja schon kennengelernt, Flo. Ja, ich wollte nur sagen, wir haben ja auch schon kennengelernt, wenn King über Aliens schreibt, kommt dabei nichts Gutes raus. Aber die Kackwiesel waren wenigstens lustig. Die verdränge ich genauso wie den Rest dieses Buchs oder wie Tommyknockers. Aber Tommyknockers war dagegen richtig gut. Bedauerlicherweise ja. Tommyknockers hatte wenigstens einen Charakter. Und einen Hund. Hunde haben wir hier auch. Ja, aber der Hund hatte mehr Charakter. Und eine Handlungszeit. Lustigerweise, wenn ich mich nicht irre, hatten wir in Tommyknockers auch ein Waldmurmeltier. ja, lasst uns das Elend nicht sinnlos in die Länge ziehen. Es hat keinen Sinn. Ich glaube, wir sind uns grundsätzlich alle einig, wenn ihr keine Schlaglichter habt, über die ihr noch reden wollt. Habt ihr keine? Ich habe keine. Nö. Dann würde ich in die Verknüpfungen überleiten. Wie du schon sagst, Waldmurmeltiere hatten wir in mehreren Büchern. Hatten wir unter anderem Tommyknockers. Hatten wir, glaube ich, auch bei Dreamcatcher, wenn ich mich nicht täusche. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber wir haben zum Beispiel: In der Luft darüber drehten sich orange-rote Feuerzungen. Eine Blüte, die sich weiter und weiter öffnete. Eine amerikanische Katastrophenrose. Dann haben wir: Obwohl de Mill im Südwesten, der Verse der Socke, das weit größere und wohlhabendere Castle Rock rührte, war es tatsächlich von 4 Kleinstädten umgeben, die mehr Fläche, aber weniger Einwohner hatten. Motten im Süden und Südosten, Harlow im Osten und Nordosten, die nicht als Stadt als Stadtgemeinde eingetragene TR90 im Norden und Tarkers Mills im Westen. Tarkers Mills kennen wir natürlich vom Werwolf von Tarkers Mills. Und TR90 kennen wir aus Dreamcatcher. Und Castle Rock kennen wir natürlich aus Castle Rock-Zyklus. Genau, und die Little Bitch Road, also die Town Road Nummer 3, die kennen wir auch aus unter anderem Cujo, Mrs. Todds Abkürzung, Omi und Zeitraffer, also auch aus Geschichten aus dem Castle Rock-Zyklus. Genau. Ansonsten gibt es einen Dialog in diesem Buch, wo ein weiterer behauptet, dass ein Experiment fehlgeschlagen und außer Kontrolle geraten sei. Und es fällt das Zitat, genau wie in diesem Film, der Nebel. Ja, wir haben eine weitere Verbindung in einer kleinen Stadt. Zumindest gibt es den Charakter Myra Evans in beiden Büchern, aber es sind unterschiedliche Figuren. Naja, und natürlich dieses lustige Gerät, das er da findet, das hat ja das Zeichen, dass wir an dem Bau von Pennywise finden. Ja, ich hätte noch eine Figur, die zumindest dem Namen nach schon mal woanders aufgetaucht ist, nämlich Tommy Anderson. Ein Charakter mit dem Namen ist auch schon in Dolores aufgetaucht. Big Jim, als sein Herz Probleme macht, liegt in Zimmer 19. Ich war jetzt gerade bei 14.08, verzeiht, ich war durcheinander. Ja, dann haben wir natürlich Verbindungen zu der Kurzgeschichte N,
die wir vor kurzem besprochen haben. Da taucht nicht nur Julia Shanway auf, sondern Rusty Everett hat auch Visionen von Monstern, die sehr ähnlich denen sind, die dieser komische Patient in N beschrieben hat. Genau. Gut, mehr habe ich jetzt an Querverbindungen nicht. Nee, ich glaube, ich habe jetzt auch nichts Großes mehr. Gut, es kommt, es wird der Begriff Dead Zone für die Schutzzone verwendet um die Kuppel rum, aber das ist, glaube ich, weit hergeholt. Ja. So, dann würde ich theoretisch jetzt an dieser Stelle in die Symbolik kommen, aber dieses Buch hat mich auf so vielen Ebenen angekotzt, dass ich das überspringe. Denn alles, was es zur Symbolik zu sagen gibt, hat King selbst gesagt in seiner Anmerkung. Nämlich einerseits diese politische Satire und andererseits diese Analogie auf den Klimawandel, über den wir ja schon geredet haben. Und ich muss euch ganz, ganz, ganz ehrlich sagen, wenn King mit Absicht eine Symbolik schreibt, wird es immer schlimm. Und ich glaube auch, und das dürft ihr mir gerne widersprechen, wenn ihr möchtet, aber ich glaube, er wollte mit dieser Geschichte keine Geschichte erzählen, sondern eine wie auch immer geartete Botschaft überbringen und hat darüber komplett vergessen, eine Geschichte zu schreiben. Ich weiß nicht, ob ihr das anders seht, aber... Es ist schon gut möglich. Ohne Grund hat er nicht mehrfach aufgehört und wieder angefangen. Gut. Jonas, du hast zur Symbolik, nehme ich an, auch nichts. Nein. Habt ihr denn für dieses Buch Zitate? Ja, ein paar habe ich aufgeschrieben. Bitte, feuerfrei. Was du heute in den Mund gesteckt hast, kommt dir morgen aus dem Arsch. Hofft auf Sonnenschein, aber baut Deiche. Gott hilft denen, die sich selbst helfen. Ein guter Tag, aber zerbrechlich. Zerbrechlich wie ein Kristallkelch. Es ist eine kleine Stadt. Da muss jeder seinen Platz kennen. Man muss das Bittere mit den Süßen nehmen. Und was haben wir noch? Der Schuldige flieht, wo niemand verfolgt. Lass einen gewieften Politiker niemals Zeit zum Beten. Und das Letzte, früher oder später spritzt das Blut immer an die Wand. Okay. Ja, und ich habe für die ganzen 1000 noch was Seiten genau 2 Zitate. Und das sollte euch eigentlich ein guter Indikator sein, wie sehr ich dieses Buch gehasst habe. Big Jim kannte die Antwort. Er wusste die Antworten auf die meisten seiner Fragen. Das erleichterte einem das Leben. Und das Zweite, aber er war auch ein Anhänger der Idee, dass dort, wo es einen Haufen Pferdemist gab, auch irgendwo in der Nähe ein Pony sein musste. Gut. Lea, hast du Zitate? Nur ein einziges. Und zwar im Bunker ist dieses Schild. Ich habe es aber nur auf Englisch. 800 calories a day makes the hunger go away. Das ist irgendwie dieses 800 Kalorien am Tag machen den Hunger weg. Oder ich weiß nicht, wie es auf Deutsch hieß. Okay. Flo? Ja, ich habe auch nur auf Englisch, weil ich es auch gehört habe. Deswegen musste ich es dann auf Englisch raussuchen. Murder is like potato chips. You can't stop with just one. Das ist nett. Okay, Jonas? Ich muss passen, ich habe keins. Okay, gut. Dann, wie sieht's denn hier aus mit Verwertungen? Und da habt ihr, die Serie gesehen haben, natürlich sehr viel zu reden. Bitte. Ja, ob wir sehr viel zu reden haben, weiß ich nicht. Du hast ja schon gesagt, es gibt eine Serie, die besteht aus 3 Staffeln mit je 13 Folgen und die erste Staffel richtet sich nach dem Buch. Ich will nicht sagen, basiert auf dem Buch. Denn es wurde da schon sehr, sehr, sehr viel geändert und die zweite und dritte Staffel hat kaum noch was damit zu tun. Die wichtige Frage ist doch, gibt es das Waldmurmeltier? Nein, leider nicht, weil direkt am Anfang wird kein Murmeltier geteilt, sondern eine Kuh komplett in der Hälfte einmal, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, durchgesägt. Rechts oder quer? Entschuldigung, Elia? Das war der Moment, als ich die Serie als besser empfunden habe als dieses ganze Buch. Mega Kuh? Ja, einmal von vorne nach hinten komplett durch in der Mitte. Also, weiß ich,
Was ich ja schön fand, war ja, dass diese Szene immer im Vorspann von jeder neuen Folge gezeigt wurde, wie gerade so schön die Kuh zerteilt wurde und die so am Glas runterrutscht, also quasi an der Kuppel runterrutscht. Also war sehr amüsant, dass es in jeder neuen Folge zu sehen war. Der Effekt war wahrscheinlich teuer, das wollten sie immer wieder zeigen. Ja, das war auch, glaube ich, für mich eins der Highlights der Serie. Ab da ging es wie mit dem Buch bergab. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das die letzte Folge in der ersten Staffel war oder die erste Folge in der zweiten Staffel. Da hatte sogar Stephen King einen Gastauftritt gehabt in dem Sweetbriar Rose, also in diesem, weiß nicht, so Kaffee oder was da war, wo die halt frühest dann zum Frühstücken marschiert sind. Und da war er als Gast drin zu sehen. Naja, die King-Gastauftritte, die haben wir ja eigentlich bei fast allen Verfilmungen irgendwie. Aber ja, schön, dass wir sie gefunden haben, die Szene. Also, ich muss gestehen, ich habe die Serie nicht bis zu Ende gucken können, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Bei mir hat es auch nach der ersten Staffel, das hat mir gereicht, da war es mir immer dämlicher. Und dann hatte ich dann nur noch zum Schluss dann noch ein paar Zusammenfassungen gelesen, von wie das mit der dritten Staffel weiterging. Und da habe ich gesagt, du hast aufgehört. Ja, es muss wohl in der letzten Folge, muss die Kuppel zusammenbrechen und es gibt wohl ein offenes Ende. Die Serie ist dann eingestellt worden, weil der Rest des Publikums wohl auch keinen Bock mehr drauf hatte. Also die Einschaltquoten sind auch ziemlich eingebrochen. Was auch kein Wunder war. Ja. Es hat echt mit dem Buch nicht viel zu tun, aber sie machen das Ganze trotzdem nicht besser. Leider muss man das so sagen. Eine Sache zum Beispiel, was sehr gravierend war, die Person vom Junior Rennie, die hatte zum Beispiel gar keine Erkrankung gehabt. Man hat da nichts erkannt, dass da irgendwie was war. War ganz normal gespielt, glaube bis zum Schluss, also zumindest bis zur ersten Staffel komplett. Da hat man keine Andeutung gemacht, dass da irgendwie so ein Tumor im Kopf war oder so, nichts. Mhm. Ansonsten, ja. Nee. Ich muss tatsächlich gestehen, ich habe die erste Staffel richtig genossen, gerade weil es nichts mit dem Buch zu tun hatte, außer der Idee, da ist die Kuppel, und das hat dann einfach mich viel mehr mitgenommen. Und irgendwie, auch wenn du so viel über die Kinder da hast, die da drin vorkommen, und ich weiß jetzt nicht mehr, ob das, ich glaube, ich habe irgendwann in der zweiten Staffel aufgehört, wo sie dann irgendwie versuchen, unterirdisch rauszukommen. Aber irgendwie hat es, wenn man die Serie einfach nur als was passiert under the dome sieht, richtig gut, weil das einfach irgendwie mehr rüberkam. Es hatte mehr Feeling als dieses Buch, und es hatte irgendwie so dieses, als ich das damals gesehen habe, habe ich gesagt, boah, scheiße, da wird das schlechteste Buch von King verfilmt. Und dann haben wir die erste Staffel gesehen und ich glaube sogar durchgebinged, und ich war tatsächlich so, boah, wenn das Buch auch nur annähernd so gewesen wäre, wäre es einfach so viel besser gewesen. Und das Buch halt ist dagegen einfach nichts. Und wenn man das einfach unabhängig sieht, dieses einfach nur diese Idee der Kuppel, dann ist die Serie großartig. Hm. Ansonsten habt ihr schon angesprochen, es gibt ein Hörbuch in Deutsch und Englisch, nehme ich an. Genau, ja, und das war es dann mit der Verwertung auch. Gerade genau. Noch zur Serie, also wer sich da selbst mal eine Meinung bilden will, die gibt es bei Amazon Freevee, diesem neuen Dienst, wo man kostenlos Serien gucken kann mit Werbung, gibt es die komplett, die kann man sich da anschauen. Und aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehe, wurde das ja auch tausendfach persifliert. Also es gibt ja den Simpsons-Film zum Beispiel, wo darauf Bezug genommen wird. Aber es gab auch noch ein paar andere Dinge, wo darauf angespielt wird. Was ich ehrlich nicht verstehe. Aber nun. Man hätte vielleicht mehr daraus machen können. Aber naja, im Nachhinein hatte ich auch so überlegt, Mensch, könntest du dir nicht einfach das Buch nochmal vornehmen? Also jetzt ist Stephen King gesehen. Und schreib einfach bitte mal ein anderes Ende oder sowas. Das macht das Buch nicht besser. Gerade zu dem Simpsons-Film, der ist tatsächlich 2 Jahre vor dem Buch rausgekommen. Ach.
Was, echt? Ja. Ich hätte echt gedacht, das wäre danach gewesen. Nee, der ist 2007 rausgekommen. Ich habe extra nochmal nachgeguckt und das Buch 2009. Okay, ja, das ist schon wieder witzig. Ja, echt. Also da muss ich ehrlich sagen, warum hat denn da nicht Stephen King bisschen was abgekupfert? Wahrscheinlich hat er das. Dann hätte er es besser machen sollen. Ja, ja gut, wenn man so sieht, Springfield war ja auch in Schutt und Asche gelegt. Gut. Mir bleibt nur noch euch um eure Bewertungen zu bitten. Wir bewerten von 0, das ist das Schlechteste, bis 19, das ist das Beste. Und wenn irgendeiner von euch 19 gibt, setzt es Schläge. Und ich würde sagen, Andi, fang du mal an. Was war nochmal das Höchste? 19? 19. Gott, da bin ich höchstens bei 6. Okay, Jonas? Da schließe ich mich an. 6 Punkte. Es war nicht kottig, aber es war auch echt nicht gut. Ich möchte widersprechen, es war grottig, ich gebe 3 Punkte. Es war immerhin nicht ganz so schlecht wie Sprengstoff, aber es war schlimm genug. Lea? Ich gebe liebevolle 0 Punkte. Okay, und Flo? Der Anfang ist tatsächlich nicht so übel und es hätte eine gute Geschichte drin gesteckt. Es funktioniert nur einfach nicht. 4. Es ist so schlecht, 4. Gib 5 okay. Wegen dem Murmeltier. Der kriegt schon 4 wegen dem Murmeltier. Ja, okay. Dann würde ich sagen, sind wir mit diesem Buch durch und der Rest ist Hausmeisterei. Flo, wie sieht's denn aus mit den nächsten Folgen, die auf uns zukommen? Ja, wir haben wieder eine Novellensammlung vor uns, Zwischen Nacht und Dunkel. Die enthält 4 Geschichten, und zwar 1922, Big Driver, Faire Verlängerung und Eine gute Ehe. Und ja, meldet euch, denn es fehlen uns noch Gäste. Also gerade Big Driver und Eine gute Ehe, da haben wir noch gar keinen, aber wenn ihr Lust habt, wir nehmen euch bei allen Folgen gerne dazu. Genau. Ihr braucht auch nichts weiter, ihr braucht nur ein Mikrofon, Headset oder irgendwas derartiges, um reinzusprechen. Ihr braucht ein Gerät, auf dem Teamspeak läuft, das läuft aber auf diversen Rechnern, das läuft auch auf diversen Mobilgeräten im Notfall. Und ansonsten, wenn ihr die Bücher nicht habt, die ihr braucht, sagt uns Bescheid. Wir werden dann dafür sorgen, dass ihr mit der Quellenlage versorgt seid. Und ansonsten, wie gesagt, wir nehmen gerne Mikrofonneulinge, wir nehmen aber auch gerne King-Neulinge. Also ihr braucht wirklich keine Expertise, um bei uns dabei zu sein. Wir freuen uns über jede Perspektive, die wir kriegen können. Gut, ansonsten möchte ich die Gelegenheit ergreifen, mich ganz lieb zu bedanken bei all den Menschen, die uns erstaunlicherweise auf YouTube hören. Das finde ich ja immer noch gruselig, aber voll gut. Vielen Dank für die lieben Kommentare, für den Zuspruch. Wir freuen uns sehr, dass ihr kommentiert und dass ihr mit uns interagiert. Und ja, genau. Vielen Dank. Ansonsten bleibt mir nur noch übrig, mich von unseren Gästen zu verabschieden. Lieber Andi, es war mir eine absolute Ehre. Gleichfalls. Also ich fand es wieder prima und ich freue mich, wenn ich bald mal wieder dabei sein kann. Und ja, war echt ein schöner Abend mit euch und hat echt viel Spaß gemacht. Danke. Und liebe Lea, auch bei dir bedanke ich mich. Es war wie immer wunderschön mit dir. Und ich komme immer wieder gerne, weil es mit euch einfach eine der schönsten Zeiten überhaupt ist. No. Und natürlich bedanke ich mich auch beim Jonas. Sehr gerne. Und natürlich auch beim Flo. Es war wie immer schön, auch wenn du schuld bist, dass ich diesen Schwachsinn lesen musste. Hey, wir haben gesagt, jedes Buch muss drankommen. Ja, du hast ja recht. Es kommen noch bessere, nicht nur das bessere. Das jedes Mal. Ja, aber manchmal habe ich auch recht, oder? Ja. Ab und zu. Liebe Hörer und Hörerinnen, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Es war sehr schön, wieder Zeit mit euch zu verbringen und wir hören uns zur nächsten Folge. Bis dahin, tschüss! Ciao! Ciao! Tschüss! Wir haben es geschafft! Wir sind dem Schwachsinn entronnen! Wuhu!